Ja, hallo meine Freunde. Das geht voll. Hallo meine Freunde. Ohio Leute. Heute gibt's die Shiatsu Minze. Beziehungsweise Mint. Ich hoffe, das passt mit dem Mikrofon so. Das könnte jetzt eventuell ein bisschen lauter sein, weil ich das jetzt näher habe. Normalerweise steht das hinter der Kamera, aber weil ich jetzt hier so ein Tischstativ-Ding habe und zu faul bin, um es aufs andere Stativ zu tun. Haben wir das jetzt hier? Und ja, ich hoffe, das funktioniert auch so gut. Und die Raschelgeräusche sind jetzt nicht zu laut, wenn ich hier mache. Aber egal. Kommen wir zu der Minze. Ja, ich liebe ja Minze, ne? Also es gibt ja Leute, die mögen keine Minze. Ist okay. Aber ich mag Minze. Ja, das kann man solo. Finde ich immer gut rauchen. Am besten ist es aber, wenn man dazu noch irgendeine Frucht hat, dann schmeckt es am besten eigentlich, finde ich. So Solo-Minze kann man sich auch mal geben. Man kann sie ja, das ist das Gute. Vorweg schon mal. Die Minze, die kann man gut mischen. Also wenn ihr denn irgendwie was habt, sowas Einzelmäßiges oder falls ihr wollt, dass die Minzstärke von zum Beispiel Grape Mint besser ist, haut ein bisschen davon rein. Funktioniert ganz gut. Ja. Wisst ihr Bescheid? So, der Geruch. Ja, gut, was man sagen, ne? Es hat eine ziemlich gute Minze. Die ist recht stark, also wenn ihr mit dem Auge zu nah dran geht. Geruch, 1 zu 1 Minze. Riecht sogar natürlich, also hier nichts Chemisches oder so, es riecht nach sogar einer natürlichen Minze. Ja. Sehen natürlich aus wie jedes Shiatsu, wie immer. Brauche ich eigentlich nicht zu zeigen. Entweder sie sind grün oder sie sind rot. Das war's eigentlich. Ja. Riecht halt nach Shiatsu. Minzen, also, ich würde sagen, ne? Deswegen würde ich sagen, ich hau den Kopf an. Ja gut, naja, was soll ich sagen? Ist halt eine Minze, ne? Also, sie ist relativ schwach eigentlich sogar. Das ist jetzt keine starke Minze. Das ist eher so was Leichtes, Angenehmes. Das ist eher was für Einsteiger, die sich denken, hey, ich kann Minze nicht ab. Ich krieg voll die Halsschmerzen und sowas. Dann probiert das aus. Das ist perfekt zum Einsteigen. Dann habt ihr nicht so, ja, ihr habt da nicht so dieses unwohle Gefühl in eurem Hals, sondern nur so ein ganz kleines bisschen, ja. Das tut nicht weh. Ja, für die Leute, die aber Minze gewohnt sind und Minze lieben, ist das wohl eher nichts, da das einfach viel zu schwach ist dafür, ja. Also, ihr braucht da schon was Härteres und das ist es jedenfalls nicht. Ansonsten, leichter Minzgeschmack, nicht allzu stark, aber schmeckt gut, muss ich sagen. Ist okay, kann man machen. Vielleicht zum Unterrühren könnte man das mit benutzen, aber für so alleine rauchen kann man machen, muss man nicht, wie man will, ist euch überlassen. Würde ich sagen. Schaut euch andere Videos an, gebt doch einen Daumen nach oben, schreibt doch einen netten Kommentar, würde ich mich freuen. Ihr macht euch jetzt ein Köpfchen, egal wie, egal wo, egal wann. Guten Rauch.